Gute Unterhaltung im Ersten mit Nestle Aquarell. Quell des Lebens. Es wird viel passieren. Nicht dein Ernst, oder? Du hast mich benutzt? Sag mal, was bin ich dann für dich? Ein Experiment, irgendein Samenspender oder was? Ich weiß, du kannst es sicher schwer nachvollziehen, aber... Nachvollziehen, sag mal! Bist du dir eigentlich im Klaren darüber, was du da sagst? Ja. Das tut mir auch wahnsinnig leid. Es tut dir leid, ja. Und jetzt ist alles wieder in Ordnung, oder wie? Doch, ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so gedemütigt worden. Und ich trottel, ich glaube auch noch, dass du was für mich empfindest. Oh Mann, bitte, bitte. Ich weiß nicht, wie ich es dir begreiflich machen soll. Bitte! Spar dir deine Erklärung! Diesmal bist du zu weit gegangen, Andrea. Professor Faude hat recht, wir helfen Elena nicht, indem wir sie noch länger hier verstecken. Im Gegenteil. Emanuel, du hast doch überhaupt gar keine Ahnung. Halt dich doch lieber da raus. In dieser Klinik wurde Elena überhaupt gar nicht geholfen. Im Gegenteil, es wurde alles noch viel schlimmer. Was meinst du eigentlich, warum deine Mutter diesen Zusammenbruch hatte? Wenn Elena erstmal in die Mühlen der Psychiatrie gerät. Wie geht es, Elena? Sie schläft jetzt. Wie schätzen Sie Ihren Zustand ein? Nun, auf mich wirkt sie ruhig und stabil. Meinen Sie nicht, sie wäre weit genug für eine ambulante Therapie? Im Grunde schon. Allerdings sagte ich ja schon, Sie sollten den offiziellen Weg gehen. Ihre Befreiungsaktion stellt streng genommen eine Entführung dar. Aber das ist doch absurd, Eltern zu verbieten, das eigene Kind zu pflegen. Vom menschlichen Standpunkt her gesehen gebe ich Ihnen natürlich recht, aber der Gesetzgeber sieht das leider anders. Elena muss zurück in die Klinik, wenigstens bis zur Anhörung. Können Sie denn nicht wenigstens dafür sorgen, dass sie in eine andere Klinik verlegt wird? Ich tue mein Möglichstes. Geben Sie mir etwas Zeit. So, das letzte Bier, wir schließen, ja? Danke. Sie arme Irre. Sie glauben, sie liebt sie. Und dabei will sie nur ein Kind von ihnen. Sonst nichts. Stimmt's? Sag mal, hattest du als Kind zu wenig Bewegung oder was soll das? Ha, du warst auch schon mal besser. Wie spät ist es? Ach, kurz vor 8. Wir können die Scheißdinger also gleich abmachen. Passt mir prima, ich muss unbedingt aufs Klo. Aufs Klo? Das kannst du vergessen, ich will jetzt duschen. Es ist ja wohl wichtiger, dass ich aufs Klo kann, als dass du dich da 3 Stunden vom Spiegel aufsteilst, oder? Im Gegensatz zu dir brauche ich für sowas nur 5 Minuten.
Ja, sieht man. Aber ich muss ganz dringend. Das ist mir ehrlich gestanden scheißegal. Ich habe gesagt, ich will duschen. Und bevor wir das nicht geklärt haben, stehe ich hier nicht auf. So ein sturer Bock wie du ist mir noch nie begegnet. Es gibt für alles ein erstes Mal. Fein, dann schalte ich eben auch auf stur. Okay. Wunderschönen guten Morgen. Oh, wie romantisch. Können sich die siamesischen Zwillinge gar nicht mehr voneinander trennen. 6:06? Ihr habt euer Free-Time verpasst. Oh, Scheiße. Morgen. Morgen, Mama. Sag mal, hast du überhaupt ein Auge zugetan heute Nacht? Ja, nicht wirklich. Also, wenn du mich weiterhin als Logiergast behalten willst, dann wäre vielleicht mal eine bequemere Bettcouch angesagt. Ich musste ständig an Professor Faude denken. Der Mann ist unsere letzte Hoffnung. Aber wenn der es nicht schafft zu verhindern, dass Elena wieder in die Klauen dieser Dr. Saalfeld gerät, dann... Jetzt mach dich doch nicht verrückt. Ein einzelner Arzt in so einer Klinik kann doch gar nicht entscheiden, was mit einem Patienten passiert. Ach nein, Irrtum. Frau Dr. Saalfeld hat nämlich momentan die volle Verfügungsgewalt über Elena. Und ich soll tatenlos mit ansehen, wie Elena von dieser Pseudoärztin wieder unter Drogen gestellt wird? Professor Faude wird schon hinkriegen, dass sie in eine andere Klinik kommt. Und wenn nicht? Außerdem habe ich Regina versprochen, dass ich alles unternehmen werde, damit dieser Albtraum so schnell wie möglich vorüber ist. Tja, nur so wie die juristischen Fakten im Moment liegen, hast du da äußerst wenig Spielraum. Morgen. Morgen. Na, hast du gut geschlafen? Ja, hab ich. Mir geht's richtig gut. Könnt Bäume ausreißen. Mach dir doch mal keine Sorgen. Und Mama auch nicht. Sag ihr das. Ich hab ihr einen Brief geschrieben. Kannst du ihr den heute Abend mit ins Krankenhaus nehmen? Klar. Den kannst du mir geben. Gebe ihn nachher gleich ab. Dann hat sie ihn noch vor dem Mittagessen. Danke. Mann, ihr macht so viel für mich. Vielleicht habt ihr Lust, ihr geht nachher einkaufen, nachher koche ich für uns alle? Doppelten Espresso, bitte. Kommt sofort. Was willst du denn? Und einen doppelten Grappa, bitte. Ich würde dich fragen, wie es dir geht. Super. Siehst du doch. Neuen Nebenjob als Zuchtbulle. Danke. Ja, sag mal, was ist mit dir? Die junge Dame sucht gerade einen zeugungsfähigen Kerl. Der wäre doch was, oder? Jung, gesund, sieht doch noch gut aus. Oh Mann. Oh, bleib mal hier. Glaubst du, dass ich Blödsinn rede, oder wie? Frag sie selbst. Fertilität, Fruchtbarkeit. Das ist das Zauberwort. Hauptsache, du stehst dein Mann. Los. Ist dir das Thema jetzt auf einmal peinlich, oder wie? Bitte, bitte hör auf. Ja, oder der Kerl da hinten, da. Dem kannst du wenigstens nicht das Herz brechen. Roman, bitte, beruhige dich, ja? Was ist denn los? Hast du jetzt auf einmal Skrupel, oder wie? Na komm, ich mach euch miteinander bekannt. Roman, hör auf, lass mich los, ja? Und wie hast du dich auch nicht so angestellt? Lass mich los! So. Und Sie haben keine Ahnung, wo Elena sich aufhält. Das entzieht sich leider meinem Kenntnisstand, Frau Dr. Saalfeld. Und sie hat sich auch nicht bei Ihnen gemeldet. Doch. Allerdings hat sie eine Bedingung gestellt. Lassen Sie mich raten. Elena möchte in eine andere Klinik. Und sie wird nicht eher wieder auftauchen, als bis Sie es ihr versprechen. Richtig. Elenas Flucht aus der Klinik ist nicht nur aus medizinischer Sicht bedenklich. Sie kann auch andere unangenehme Folgen haben, auch für Sie. Wir wollen alle nur das Beste für Elena. Gut. Nehmen wir mal an, ich würde auf Ihren... Elenas Wunsch eingehen. Elenas labiler Zustand, die Flucht, der damit verbundene Stress. Wäre es da nicht mehr als unverantwortlich von mir, das Risiko zuzulassen, dass sie in Zukunft nicht mehr optimal behandelt wird? In einer anderen Klinik würde Elena sicher genauso gut behandelt werden.
Gut, vielleicht mit anderen Methoden. Mein lieber Herr Kruse, die Psychiatrie ist nach wie vor mein Fachgebiet. Und mir wurde die Verantwortung für Elena nicht ohne Grund zugesprochen. Trotzdem werden Sie verstehen, dass wir erst noch mal auf ein Gutachten eines anderen Arztes warten möchten. Ich finde, das sind wir Elena schuldig. Ein weiteres Gutachten käme nur in Betracht, wenn Elena hier in meiner Obhut wäre. Damit zwingen Sie mich, andere Wege und Mittel zu finden. Ich verspreche Ihnen, das werde ich tun. Lieber Herr Kruse, ich kann ja verstehen, dass Sie unter Druck stehen. Sie sind nicht Elenas Vater und Ihre Frau ist schwer krank. Dennoch müssen Sie die Tatsache akzeptieren, dass nun mal zurzeit ich allein für Elena verantwortlich bin. Liebe Billy, lass uns noch einmal reden. Es ist verdammt wichtig. Das Ganze ist anders, als du denkst. Gib mir bitte eine Chance, es dir zu erklären. Ich kann ohne dich nicht leben. Ich liebe dich. Andrea. Billy? Tut mir leid. Ich bin's nur, dein Versuchskaninchen. Roman. Du erinnerst dich an meinen Namen, ne? Wer hätte das gedacht? Hat doch was für sich, wenn man auf seine Ex zurückgreift, oder? Fürs Bett reicht's noch, aber nicht mehr zum Reden, oder wie? Roman, könnten wir das nicht zu einem anderen Zeitpunkt besprechen? Ah, ja, ja, klar. Der gnädigen Frau ist es jetzt gerade nicht recht. Wartet schon der nächste frei auf seinen Einsatz, oder wie? Ja, hol ihn doch mal ins Telefon, kann ich ihm ein paar Tipps geben? Das ist doch, was dir gefällt. Warum sagst du sowas? Stimmt's etwa nicht? Oder war dein Orgasmus damals auch nur vorgetäuscht? Du weißt genau, was ich meine. Ich weiß, ich hab dich sehr verletzt. Verletzt? Du hast mich einfach ein bisschen verletzt. Nee, Andrea. Nee. Ich hab dich geliebt. Wenn du weißt, was das heißt. Doch, ja, das weiß ich. Diesen Fehler gemacht, aber ich kann ihn nun mal nicht rückgängig machen. Wie geht es eigentlich Ihrer Frau? Um die geht's doch hier gar nicht. Es geht um Elena. Ich muss zugeben, dass ich mir den Verlauf unseres Gesprächs etwas anders vorgestellt hatte. Und zwar? Etwas kooperativ. Ich gezwungen, so schnell wie möglich ein externes Gegengutachten einzuholen. All mein Handeln und Streben dient nur dem Wohl der Patienten. Und da ich keinen Grund habe, meine Behandlungsmethoden in Frage zu stellen, wird es wohl auch kaum jemand anderem gelingen. Das bleibt abzuwarten. Bitte. Wenn es Sie danach drängt, meine in Fachkreisen anerkannte Kompetenz in Verruf zu bringen. Tut mir leid, ich habe noch zu tun. Doch, Brad Pitt finde ich auch total süß. Hast du mal ein Taschentuch? Warte mal einen Moment. Willst du dich lieber an die andere Hand ketten? Ich muss uns gestern Nacht gut ketten, weil du so komisch geschlafen hast. Taschentuch? Ja. Ja. Nein, Rosen und Kerzen sind doch total romantisch. Toni? Toni? Du, ich wollte dich gerade von der Schule abholen. Ich muss mir ganz kurz Aua. Aua? Sag mal, ach, deswegen bist du so schnell von der Bildfläche verschwunden. Ja, ich wollte es dir doch die ganze Zeit sagen, aber du bist hier nirgendwo zu erreichen. Und es ist eh noch 14 Tage. Hm? Ja, gut, finde ich das. Ja, okay. Wenn du auf so einen Schwachsinn stehst, ich jedenfalls habe auf so eine Kinderkacke keinen Bock. Warte, du wolltest doch mit mir irgendwas erzählen. Gut, es war nicht so wichtig, ein andermal. Schwanger, vergiss es. Ach. Ja, Regina. Elena geht's gut, sie ist immer noch in der Klinik. Ja, ich habe mit der Saalfeld gesprochen. Du, mach dir keine Sorgen. Wir kriegen das schon hin. Ja. Ich komme heute Abend vorbei und dann erzähle ich dir, ja? Okay. Bis später. Ciao. Wenn Regina wüsste, wie es wirklich ist, dass wir Elena entführt haben. Du warst bei der Saalfeld? Wie war's? Ist kalt wie ein Eisberg. Nicht die geringste Spur eines schlechten Gewissens. Ist völlig überzeugt von dem, was sie sagt und tut.
hast du erwartet? Ich verstehe nicht, dass du hingegangen bist. Die ahnt doch, dass du hinter der Entführung gesteckt hast. Wahrscheinlich ist jetzt alles noch schlimmer als vorher. Ach komm, Emanuel, schlimmer kannst du wirklich nicht kommen. Sicher? Spätestens jetzt weiß die Saalfeld, wo Elena ist. Quatsch. Das kannst du ja schon an Verfolgungswahn. Woher soll die denn wissen, dass Elena bei Sandra untergekrochen ist? Andererseits, vielleicht hat die Saalfeld ja wirklich recht. Das Versteckspiel könnte Elena auf Dauer ja doch schaden. Hat sie dich jetzt doch weich geklopft? Ach. Das ist Paul, der Pfleger. Paul, hallo. Hallo. Das ist Emanuel, Elenas Bruder. Hallo. Ja, ihr Besuch hat Frau Dr. Saalfeld offensichtlich ziemlich beunruhigt. Nein, 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 noch nicht. Da ist noch gar kein Preis drauf. Ich wollte deine Diplomarbeit wirklich nicht durcheinander bringen. Besser so. Ja, ich bin wirklich sehr froh, dass selbst du dir einen so komplizierten Arbeitsvorgang merken kannst. Ich bin ja schließlich auch nicht blond. Na, ihr zwei. Wie lange dauert die Aktion eigentlich noch? Wenn Sie mich fragen, in der Besetzung viel zu lange. Na, na, Herr Schubert. Dass Sie mir nur nicht Ihre Partnerin vergraulen. Kostenlose Praktikanten sind heutzutage selten. Und so hübsche noch seltener. Viel Spaß noch. Noch so ein Megamacho, fein. Und dieselben Launsprüche drauf. Wieso, wo ist denn noch einer? Schau doch mal in den Spiegel, Schatz, ja? Lieber ein Megamacho als so ein hysterisches Teenie-Teil. Wer ist hier hysterisch? Oh, Brad Pitt ist ja so süß. Und das ist ja alles so romantisch. Oh mein Gott, ich krieg Pickel, wenn ich nur zuhören muss. Abgesehen davon würde dich Brad Pitt nicht mal von hinten anschauen. Jetzt hör mir mal zu, du Megamacho. Weißt du eigentlich, wie du aussiehst? Immerhin reicht's dafür, dass sich hübsche Frauen nach mir umdrehen. Wenn sich was umdreht bei denen, dann höchstens der Magen. Tja, Leute, das war schon wieder live aus dem Raubtierkäfig. Gemein und gefährlich. So lieben wir's doch. Außerdem habe ich gerade etwas erfahren, worüber sich die beiden morgen sehr freuen werden. 9 hochspannende Tage erwarten uns. Frau Dr. Saalfeld war völlig außer sich wegen des Gegengutachtens. Professor Faude bemüht sich bereits für Elena um einen Platz in einer anderen Klinik, aber das ist rechtlich gesehen nicht so leicht. Vermutet die Saalfeld etwa, dass wir den Tipp, Professor Faude anzusprechen, von Ihnen haben? Ich hoffe nicht. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie auch nie sagen, dass Sie Professor Faude durch mich kennen. Ich bekomme sonst mehr Ärger, als Sie sich vorstellen können. Entschuldigung. Elena. Wieso? Wie geht's dir? Gut. Schön. So schön, dass du da bist. Danke. Ich freue mich auch dazu. Ihr werdet es nicht glauben. Professor Faude hat eine Lösung gefunden. Es gibt da ein paar juristische Tricks. Er hat einen Präzedenzfall gefunden. Kannst du dir vorstellen, noch für 1 bis 2 Wochen in eine andere Klinik zu gehen, bevor du mit der ambulanten Therapie anfängst? Und wir werden leider nicht drum herum kommen. Aber dafür musst du nie wieder zu dieser Saalfeld zurück. Hm? Dottore, dass sie nicht wieder rumschreien. Hm? Meine Sache. Also, wenn Sie mich fragen, Herr Doktor, zuschütten ist ungesund. Und was machen Sie da gerade? Ich genehmige mir ein gepflegtes Bierchen. Das fällt unter die Rubrik Freude durch Genuss. Ach, aber jetzt mal im Ernst. Was ist los? Nichts. Was soll los sein? Sie sehen aus, als wären Sie von gestern Abend übrig geblieben. Wenn Sie so in die Praxis gekommen sind, dürfte sich Ihr Wartezimmer schlagartig geleert haben. Also, erstens war ich heute nicht in der Praxis. Und zweitens mache ich diesen Laden sowieso zu. Was soll denn das heißen? Was ist eigentlich los? Ich gehe weg vom Marienhof. Weit weg von diesem Mief und vor allem ganz weit weg von Andrea. Und wenn Sie einen guten Tipp haben wollen, lassen Sie die Finger von den Frauen. Das Schlimmste ist, dass ich mich an nichts erinnern kann, was im Krankenhaus passiert ist. Total Blackout. Das ist ja auch kein Wunder bei diesen Medikamenten. Aber das ist jetzt vorbei.
Professor Fraude hat gesagt, dass in der anderen Klinik ganz anders therapiert wird. Ohne diese Beruhigungshemmer. Da habe ich so gebettelt, dass ich die nicht mehr nehmen muss. Aber die Saalfeld? Dieser sogenannten Ärztin könnte ich einen Hals umdrehen. Kennt ihr noch einen, der flog übers Kuckucksnest? Naja, der Vergleich ist jetzt vielleicht ein bisschen zu krass. Ich scheint doch genau dieselben Methoden drauf zu haben. Elena, diese Klinik werde ich mir sehr gründlich anschauen. Versprochen. Das wird Mama auch beruhigen. Das haben wir alles Professor Fraude zu verdanken. Das wird er übrigens sein. Er hat nämlich versprochen, heute Abend noch mal vorbeizukommen, um uns das genauer zu erläutern. Oh, Gott sei Dank. Keine Hallo. Saalfeld mehr. Guten Abend. Frau Elena Zierkowski? Es tut uns leid, aber wir müssen Sie leider zurückbringen in die psychiatrische Abteilung von Dr. Saalfeld. Und wo wollen Sie jetzt hin, wenn ich fragen darf? Paris. Oh, wahrscheinlich. Vielleicht auch noch Timbuktu. Völlig egal. Aber die Frauen lassen mich in Ruhe. Sie haben überhaupt keine Ahnung, wozu Frauen überhaupt fähig sind. Wie wär's denn, wenn Sie zur Abwechslung mal nach Hause gingen und sich ausruhen? Ein Bad könnte auch nicht schaden. Ah, ja. Manchmal muss man das wohl durchziehen. Ne? Aber lassen Sie sich nicht hängen, Doktor. Hm? Da muss ein bisschen Zeit ins Land gehen und dann wird das schon. Passen Sie auf sich auf. Buona notte, Stefano. Die Frauen dieser Welt. Billy, warum meldest du dich nicht? Hier ist Billy, ich bin nicht da. Billy, ich bin's, Andrea. Hast du meinen Brief schon bekommen? Dann ruf mich doch bitte zurück, ja? Bitte. Was willst du? Ja, willst du mich gar nicht hereinbitten? Was soll das? Ist der völlig betrunken? Es tut mir wahnsinnig leid. Das hat sich so ergeben zur Feier des Tages. Wir beide vereint. Was willst du? Ich? Überhaupt nichts. Du wolltest doch was von mir. Das kannst du jetzt haben. Es wird viel passieren. Wow, wow. Nichts bleibt mehr gleich. Nichts bleibt beim Alten wie gehabt. Es wird viel passieren. Hey, 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 hey. Es wird viel, es wird viel, es wird viel passieren. Bis zum nächsten Mal im Ersten mit Nestle Aquarell, Quell des Lebens.